So, liebe Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Open Transport Tycoon Deluxe. Wir waren stehen geblieben, hier unsere Bahn zu bauen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob wir noch hier bei Südwald einen Bahnhof hinbauen. Ich glaube, das wird sich eher nicht lohnen. Von daher lassen wir es einfach mal und wir werden einfach hier hinten weiterbauen. Und ich hatte die Idee gehabt. Ah, das wollte ich euch später erzählen. Jetzt noch nicht. Aber der eine oder andere wird sich das sicher schon denken können, was ich da eventuell geplant habe. Erstmal müssen wir die Trasse ein bisschen uns hinbiegen, wie wir es brauchen. So nicht. So, wie ging das jetzt hier hinten weiter? Muss ich gleich mal gucken. Wir müssen jetzt hier hoch. Na, ich glaube, das hätte man schon ein bisschen eher hochbauen können. Dann bauen wir wieder hier zurück. Und dann bauen wir hier, weil ich würde auf jeden Fall gern Freiberg ohne großen Umweg mit anbinden ans Netz. Dazu muss ich hier einfach mal ein bisschen plätten. So, und dann können wir einfach hier hochziehen. Und dann kommen wir irgendwo hier dann raus. Ich sag mal hier. Flugzeugabsturz, ist das bei uns? Das sieht so aus. Nee, sind die grün. Na gut. So, da. Und dann müssen wir hier wieder runter bauen. Schwer zu sagen, wo wir das machen werden. Ich werde erstmal hier, ist das jetzt bei uns? Ne, immer noch grün. Muss ich dann hier wieder runterbauen, um dann Nordstadt die Verbindung offen. Können wir davon profitieren? Nee. Um dann wieder hier bei Nordstadt die Kurve zu kriegen. Den Nordstadter Bahnhof, den bauen wir einfach mal hierher. Bisschen erhöht. Ah, das gefällt mir jetzt ja auch nicht mehr so hier. Westerbrück, können wir das irgendwie nutzen? Ja, cool, das ist hier unsere Schleife, das können wir dann ausnutzen, sehr gut. Sehr gut, da können wir dann ein Schiff fahren lassen. Eine Brücke kann nicht auf Wasser gebaut werden. Ja, doch, stimmt doch. Muss doch gehen. Ach so, jetzt muss ich dort hoch. Naja, das ist jetzt nicht die schönste Kurve.
aber es muss halt so bleiben. Ravenna Freiberg Süd ein Stück nach hinten verlegen. Könnte man auch direkt, ich sag mal, hier neben das Einkaufszentrum. Dann kann man das einen Hauch ästhetischer bauen. So, jetzt gucken wir erstmal hier um. Nach dem Öl, das hier mal ganz fix. Ist dieses Westerbrücken West auch neu? Sieht danach aus. B und umladen. Behaupte ich einfach mal, dann schicke ich da nämlich auch gleich noch einen hin. B und umladen, zack. Westerbrückenabzweigung ist da auch neu. 1, 2, 3, 4. Nee, doch. Da steht einer, naja. Aber hier sieht. Nee, doch, ich glaube, hinten lädt einer gerade von Westerbrücken West. Naja, doch, da ist schon einer. Gut, da kann der wieder ins Dings reinfahren. Habe ich mich verguckt? Das bitte ich zu entschuldigen. Jetzt bauen wir erstmal hier. Ich denke, hier bauen wir es einfach gleich so hier, das Überholgleis. Und weg mit dir. Dann haben wir nämlich hier noch so eine kleine, etwas längere Bahnstrecke hier im Spiel, wo wir dann natürlich auch hier ein bisschen Industrie anbinden können. Das ist sicher auch nicht verkehrt. Das Überholgleis. Flugzeugabsturz bei den Gegnern wieder in Saarbrücken. Traurig sowas. Das ist auch wieder so eine blöde Stelle hier. So. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich reiß hier nochmal weg. Bauen wir direkt hier hoch und dann da eine Brücke hin. Reicht die hier rüber? Ja, knapp, aber es geht. Und dann kommen wir nämlich hier an der Fabrik vorbei. So, Kreuzbrück. Wo baut man da die Station hin? Ich will die ungern hier mit der hier verbinden. Vielleicht hier so, da müssten wir den Berg dort massiv. Moment. So würde das direkt passen. Müssten wir halt hier auch für das Überholgleis dann ein bisschen den Berg planieren. Und das gibt dann vielleicht wieder eine Abwertung in der Firmenbewertung. Daher ist es besonders wichtig, vor solchen großen Terraforming-Sachen immer erst die Station zu bauen. Doch mittelmäßig. Na gut, das reicht knapp. Und dann passt das nämlich hier gerade so mit der Zufahrt. Alles so geplant hier. Alles so geplant natürlich. Das ist bei den Gegnern, den roten Gegner, oder rosa, was auch immer.
Ja, rosa Gegner. So, jetzt müssen wir hier hoch. Oder wir könnten auch... Ich möchte hier ungefähr rauskommen. Ist die Frage, ob da ein Tunnel möglich ist. Wahrscheinlich... Können wir da vielleicht was machen. Ich reiß nochmal zurück. Forme erstmal das Überholgleis aus. Ja, ihr seht die Länge von diesem Überholgleis, sag ich mal, die ist bei mir recht willkürlich festgelegt. Also da habe ich jetzt nichts, keinen festen Wert, den ich da nehme. Hauptsache, das passt irgendwie. Na gut, das ist jetzt schon länger als das dort, aber naja, egal. Jetzt müssen wir irgendwie herunterkommen. So, wenn ich jetzt einfach mal... Hier will ich hin. Kann ich irgendwie einen Tunnel? Geht hier ein Tunnel? Naja, schon. Aber nicht so, wie ich es haben will. Hier vielleicht? Das heißt, ich müsste... Hier einen hin. Und der zweite müsste dann so ein Stück versetzt sein. Das ist dann aber nicht das, so wie ich es haben will. Geht auch nicht. Och, ist das blöd. Oder wir reißen hier oben die Bude weg. Dann geht das wieder. So, und jetzt müssen wir nur noch auf die Höhe hier kommen. Flugzeugabsturz. Das ist, glaube ich, wieder bei den roten, rosanen. Ja. Ist natürlich trotzdem tragisch, ohne Frage. So, jetzt können wir einfach hier so rüberbauen. Na, passt doch. Neues Flugzeug auf dem Markt. So, und jetzt können wir hier einen Bahnhof. Und dann würde ich sagen, ich glaube, das geht nicht, dass ich hier nochmal einen Tunnel hinbaue. Das sieht, glaube ich, nicht danach aus, dass das funktionieren kann. Könnte, weil hier sind die Häuser im Weg. Die müssten wir dann, wenn schon, komplett einmal wegreißen. Da haben wir schon richtig viel gebaut. Cool. Das wird ja scheinbar ein bisschen längeres Bauprojekt. Hier jetzt irgendwo einen Bahnhof hin. Ich müsste hier diesen ganzen Block wegreißen dafür. Lassen die das zu? Nee. Und da haben wir es uns jetzt, glaube ich, schon verschissen. Die finden mich schlecht. Mal gucken, ob wir es wenigstens noch ein bisschen rausreißen können. Jetzt finden sie mich wieder gut. Das ist in Ordnung. Kann ich da jetzt hier wegreißen? Ja. Das jetzt auf einer Höhe hier. Ja, cool. So. Ups, das war halt, so will ich es nicht. Ich will den hier haben. Na gut, ich glaube, hier wird ein Überholgleis nicht möglich sein. Oh, jetzt finden die mich so schlecht, dass ich hier nichts mehr bauen kann. Furchtbar finden die mich jetzt so. Mal gucken, ob wir da noch was reißen können. Ja, mit Bäumen. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich, verkackt. Na gut. Egal. Müssen wir hier einen Bahnhof halt später hinbauen. Ist natürlich jetzt die Sache. Wir können jetzt hier nicht weiterbauen.
Von daher haben wir uns jetzt ein bisschen ein Ei gelegt. Ich versuch's einfach mal, ob ich hier mit Bäumen die nochmal irgendwie genetisch stimmen kann. Es sieht nicht danach aus. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir erstmal hier außen rum bauen. Na gut, wir müssen eh hier hoch. Flugzeugabsturz ist jetzt definitiv bei uns. Tonfort. Na gut, wir müssen eh, ich sag mal, hier ein Stück dann hoch und da können wir auch einfach, so rüber bauen erstmal vorläufig, bis die uns dann wieder besser finden und dann bauen wir hier einfach dann zu Ende. Hier machen wir einfach mal Platz. Und nutzen das dann gleich mal nochmal für Bäume. Vielleicht gefällt denen das ja dann besser. Furchtbar immer noch. Schade. Da habe ich jetzt auch keine Idee mehr. Na gut, schlage ich vor. Bauen wir ja später weiter die Strecke und ja, dann gucken wir mal, wie weit die hier ein bisschen gnädig stimmen können. Ton vor, dass wir hier unsere Station bauen können. Ja, ich sag einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.